Action. Ja, liebe Freunde, ich sehe heute ein bisschen komisch aus. Das liegt daran, weil ich gerade von der Podiumsdiskussion in der Schule komme. Ja, aber jetzt haben wir einen Termin, der ist sehr traurig. Also wir sind in Oberhausen, wir sind beim Günni. Der Günni wohnt hier, in diesem Verschlag, nenne ich es mal. Dieser Verschlag hat folgenden Hintergrund, der wurde aufgebaut von der Stadt Oberhausen, damit sich hier Alkoholiker treffen können. Also die Alkoholikerszene sollte aus dem Zentrum verlagert werden nach hier. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil Alkoholiker halten sich da auf, wo eine Trinkhalle ist und wo Leben ist. Das ist ja völlig normal. Also hat der Günni diesen Verschlag genutzt als Zuhause. Seit über einem Jahr ist er jetzt hier. Hat sich das wohnlich gemacht, hat sich das richtig schön gemacht. Also das ist schon fast eine Luxus-Datscha. Ich habe in den letzten Monaten viel gesehen zum Thema Obdachlosigkeit. Und hier ist das noch schön, hier ist das aufgeräumt. Der gibt sich unglaublich Mühe und das finde ich toll. So, jetzt die traurige Nachricht. Günni soll diesen Ort hier verlassen. Der hat eine Auflage bekommen vom Ordnungsamt, hier soll geräumt werden. Heute hätte eigentlich geräumt werden müssen. Heute Morgen waren viele Freunde vom Günni da, die haben verhindert, dass hier geräumt wurde. Aber irgendwann wird es passieren. Und das wollen wir verhindern, wir wollen Günni helfen. Wir wollen ihm jetzt eine Wohnung suchen. Also wenn ihr bezahlbaren Wohnraum habt, hier in Oberhausen City. Marco, sag nochmal genau, wo sind wir, was wäre angebracht? Ja, Stadtmitte immer Gewerkschaftshaus, gegenüber vom Bahnhof. Der große Parkplatz. So, der Günni muss natürlich in seinem sozialen Umfeld bleiben, bei seinen Freunden, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum hier in der Gegend und das bezahlen wir dann noch alles. Das ist alles überhaupt kein Thema, das machen wir. Ihr wisst ja, ich habe Spaß an diesen Projekten, die AfD hat Spaß an solchen Projekten. Der Marco kümmert sich seit einem halben Jahr fast jeden Abend um den Günni, ganz liebevoll, hat unglaublich viel geholfen, alles besorgt hier. Nee, danke nochmal dafür. Die AfD wächst zusammen, das soziale Thema wird immer wichtiger, unser Herz schlägt wirklich für die Armen in diesem Land. So, interessant noch zwei kurze Sachen. Gegenüber dieser Einrichtung hier ist das DGB-Haus. Die Freunde vom DGB haben sich hier noch nie blicken lassen. Und 500 Meter von hier gibt es ein Lokal der Antifa. Druckluft heißt das. Und ihr werdet das nicht glauben. Wenn die abends um 1 Uhr da rausgeschmissen werden und hier vorbeigehen, dann klauen sie ihm Klopapier und die klauen ihm noch Alkohol. Also so eingestellt sind Antifa-Mitglieder in Oberhausen. Das ist absolut entsetzlich, ein Riesenskandal. Also ich bitte euch, helft Günni, unterstützt ihn. Ja. Wir brauchen immer Spenden und guckt wegen Wohnraum, ihr würdet ihm damit einen Riesengefallen tun. Für ein menschenwürdiges Leben in Zukunft. Glück auf!